Weiter geht's bei Formel 1 2010. Wir befinden uns jetzt beim vorletzten Saisonrennen in Brasilien, genauer gesagt São Paulo. Ja, es ist mit einer der schönsten Strecken eigentlich fast mit dem Kalender, weil es noch eine sehr alte Strecke ist, sag ich mal. So, also die alten Strecken sind da wirklich für mich ganz ehrlich die schönsten Strecken. Und ja, die WM ist wirklich sehr eng. Ich liege nur knapp 6 Punkte hinter Mark Webber. Also wir haben uns da so langsam Rennen für Rennen wieder rangearbeitet und bevor wir erstmal starten, nee, Ziele haben wir keine. Deswegen werden wir jetzt erstmal wieder etwas vorsimulieren, um wenigstens Referenzzeiten zu haben. Und wann fällt einer der Guten mal raus? Alonso, 1,6, 1,11,6. Okay, gut. Wie sieht das Wetter am Wochenende? Auf jeden Fall trocken soll es bleiben. Das ist auch schon mal wenigstens ein Anfang. Setup gehen wir also voll auf trocken und auf die Strecke rausfahren. Starte den Motor und dann raus mit dem Auto. Ding. Ja, da war gerade ein Red Bull. Jetzt hat uns der Renault da die ganze Zeit gekostet. Hätten vielleicht so schon hinter dem Red Bull herfahren können. Begrenzer aus. So, hinter uns kommt zwar jemand raus, aber der ist noch ein bisschen weiter weg. Das scheint aber ein Ferrari zu sein, der hinter uns ist. Ah, gleich haben wir hier die Kurve verpasst. Na komm, geh vorbei, Alonso. Ach, das war ein Wörtchen. Sah aus wie ein Ferrari vom Weiten. Na gut, das wollte ich natürlich jetzt nicht. Ja, jetzt habe ich hier natürlich den ganzen Schwung verloren, da ich seitlich Abstand noch halten wollte. Aber naja, gut. Und auf geht's, erste schnelle Runde. Erste Kurve etwas vertan, aber okay, durch das Henner ist schnell durchgekommen. Kommen wir zu einem sehr schönen Infield, muss man ganz ehrlich sagen. Also, hier macht es wirklich Spaß zu fahren. Na, die Krasse, gut, das ist vorbei. Ich hoffe zumindest, dass es vorbeilassen war. Wenn nicht, auch nicht stimmen. Ich bin zum Glück ohne wirkliches Problem vorbeigekommen. Das war eine ziemlich gute Zeit. Du bist jetzt auf dem 5. Platz. Ah, 1,12,8 mit der ersten Runde. Bist den ersten Halbzeit auch noch sehr gut erwischt. Sehen wir schon mal, das sind schon mal wieder knappe 4 Zehntel. Hier, das bei Info finde ich mal recht schön, weil man hier eigentlich vollkommen ganz über die Bordsteine fahren kann und hinter uns ist ein McLaren.
Wir befinden uns nochmal auf Bestzeitkurs, auf persönliche Bestzeit, sage ich jetzt einfach mal. Da hat den Kurveneingang etwas verpasst. Gute Runde, damit bist du Sechster. Wenn das das Qualifying wäre, hättest du die dritte Startreihe. Das reicht für die WM aber nicht aus. Ja, Fraps, du magst mich heute wohl nicht. Oder zumindest das Spiel mag mich heute nicht. Schwimmen wir durch das Infield. Obwohl es eigentlich so leicht aussieht, als wenn es wirklich jemand fast regnen würde. Nochmal auf persönliche Bestzeitkurs. Vettel momentan nur auf Platz 5. Du scheinst eine Menge Zeit in Sektor 2 zu verlieren. Ah, jetzt Fünfter hinter Button. Wir befinden uns nochmal auf Bestzeitkurs. Boah, persönliche Bestzeit. Im ersten Sektor sind wir immer sehr, sehr schnell. Im mittleren Teil verlieren wir dann aber angeblich sehr, sehr viel. Oh, jetzt. Schade, ungültige Runde. Das hätte ich mir etwas anders vorgestellt. Ah, wenn sogar nochmal auf Bestzeitkurs gewesen, auch wenn die Runde jetzt ungültig war, sehen wir oben rechts nochmal den Sektor, wo wir nochmal etwas schneller sind. Natürlich werden wir jetzt einfach nochmal eine Runde hängen. Mist. Etwas zu weit aufs Gras gekommen. Laut unseren Daten ist der Motor im optimalen Temperaturbereich. Du hast also volle Leistung. Das ist doch schön, dass wir volle Leistung haben. Mal schauen, was der zweite Sektor jetzt mal sagt. Ja, eindeutige Bestzeit jetzt. Neunzehnte unter der bisherigen. Und eine 11-0. 1-11-0. Sind knapp 2 Zehntel vor Vettel und auch knapp 2 Zehntel vor Webber. Und diese Runde werden wir jetzt einfach mal in die Box fahren, weil ich gerne nochmal die Boxeinfahrt üben möchte. Das ist wieder ein Wörtchen vor uns, das ist wieder die Grassi. Wieder De Grassi, der auf Platz 23 herumdümpelt. So. Ich kann nur immer auf die Box einfahrt.
Begrenzer ein. Begrenzer ein. Hier ist die Linie. Hier müssen wir aufpassen, natürlich nachher beim Rennen. Da sehen wir einen Red Bull, der in die Box geschummelt. Und hier ist meine Box. Los, Leute, hopp, 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 hopp. So, und ich werde jetzt erstmal versuchen, etwas einzustellen. Jetzt, damit das Spiel vielleicht noch ein bisschen flüssiger läuft. Das dauert einen kleinen Moment. Das mal gucken, 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 gucken. Ist das hier da? So, das machen wir kurz. Und dann machen wir das hier mal zu. Achso, Mist. Ne, kann ich ja gar nicht. Okay, ne, gut. Muss alles so bleiben, wie es ist. Müssen wir im Chat mit leben. So. Wollte eigentlich noch den Firefox zumachen, aber naja, gut, das hat sich jetzt erstmal erledigt. Und wir springen zum Qualifying. Und nachher nur sogar nur ein Zehntel vor. Du bist Trainingsschnellster.